Ja, hallo Freundin, herzlich willkommen zu einem kurzen EDC Gear Video in Sachen kleine so ja Hosentaschen Organizer Etuis EDC Wallets, wie man die auch immer nennen möchte. Das hatte ich ja jetzt immer so die letzten Wochen getragen und ausprobiert. Ein XXL Wallet. Also da kannst du dann schon ganz gut was wegpacken, da kannst du eine riesige Taschenlampe reinstecken. Full-Size Kugelschreiber, passende Länge nach rein. Und als Beispiel habe ich jetzt nur mal hier drin ein 3-Layer Alox. Da empfiehlt sich natürlich das Ringle und die kleinen Lanyards dran zu machen. Dann das ist dann eine optimale Ziehhilfe. Hinten drin hat man natürlich genug Platz für Bargeld, Karten, alles Mögliche. Das ist aber natürlich halt eine sehr große, ein sehr großes Wallet in der Hosentasche. Ne? Also muss man dann mögen. Da passt einiges rein. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist mit weniger unterwegs oder hat, sage ich mal, für den Geldbeutel irgendeine andere Lösung. Wenn man sagt, nee, Geldbeutel habe ich jetzt separat vom anderen Zeug oder so und man hat irgendwie ein Neopren-Täschchen oder sowas oder einen klassischen Ledergeldbeutel oder so und sagt, okay, ich will aber noch irgendwo Stift und Messerchen unterbringen, habe ich mal hier zwei Vertreter noch, sage ich mal so die Mini-Ausführung, eins über dem von einem reinen Messer-Etui, ne? Gibt es ja dann oft schöne Gentleman-Folder, die man dann noch in ein Ledertäschchen steckt, um zum Beispiel edle Griffschalen vorm Verkratzen zu schützen, ne? Wenn irgendwelche polierten Geschichten hast und willst vielleicht mit dem Schlüsselbund in der Hosentasche, dass das Ding nachher nicht gleich aussieht wie so, kann man natürlich wunderbar ein Messerchen in einem Etui transportieren. Und das ist jetzt, sage ich mal, so die nächste Steigerung, indem man noch ein zweites Fach hat für ein Schreibgerät. Hier eine dunkelbraune aus einem Stück genäht und dann wird hier in die Naht kommt hier dieser Gummischlauch, an dem man dann wunderbar einen Stift anbringen kann. Hier dann zum Beispiel das Messerchen rein und hier habe ich jetzt mal einen ganz kleinen Kunststoffkugelschreiber, der dann nicht übersteht. Kann man da natürlich prima reinmachen, hat dann vielleicht seinen Geldbeutel und noch ein hier ein Doppeletui für Messer und Stift. Dann fährt das Zeug nicht lose in der Hosentasche rum. Oder hier jetzt ein anderes Modell, wo eben die Schlaufe für den Kugelschreiber aus ein und demselben Stück ist, indem hier einfach nochmal so ein Abtrenner reingenäht wird, indem man einen Kugelschreiber stecken kann. Auch hier, das reicht dann. Hier habe ich jetzt mal als Beispiel ein 2-Layer-Alox. Ich stecke es jetzt nicht ganz rein, sonst geht es wieder schwer raus. Also hier Ringle und Lanyard hin, das ist dann praktischer. Und hier kann man dann wunderbar einen Stift anbringen. Da wäre vielleicht praktischer, wenn man auf ein etwas kürzeren zurückgreift und keinen Full-Size-Kugelschreiber verwendet. Der ist jetzt ein bisschen dicker, geht aber auch noch gut rein. Leder dehnt sich ja mit der Zeit noch in der Hosentasche, von daher kriegt man dann da schon noch das ein oder andere größere Teil rein, wenn sich dann das Leder ein bisschen dehnt. Ja, neue Leder-Etuis für EDC, ja. Ganz praktisch. Okay, das war's eigentlich schon. Wollte ich euch mal kurz zeigen. Die beiden werden hier mit Sicherheit dann mal, wenn das Video schon rauskommt, sind sie vielleicht schon wieder zurück im Gierkreislauf, sonst gehen sie noch. Die werden wir dann mit Sicherheit wieder in einem der kommenden Giveaways zurück in die Reise schicken und dann hat auch mal jemand anderes die Möglichkeit, sowas auszuchecken. Okay, Freunde, das war's kurz. EDC Leder Wallets. Hier XXL. Gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen größer mag oder macht es dann in die Jackentasche, Innen- oder Manteltasche. Oder man hat so Hosen mit den seitlichen Taschen auf der Seite vom Schenkel, kann man natürlich prima so ein XXL-Wallet unterbringen. Da hat man dann wirklich alles in einem und mal ein bisschen mehr Spielraum für größeres Gear. Okay, ich trinke jetzt noch meinen Kaffee und euch wünsche ich noch einen schönen Tag und immer schön EDC dabei haben. Na, ihr wisst Bescheid, kann man immer gut gebrauchen. Spätestens zum Mittagessen. Okay, Freunde, macht's gut. Bye, bye, euer Hübli.